Live-Rollenspiel soll Spaß machen. Und was wir alle nicht gebrauchen können, sind echte OT-Konflikte. Damit dir das nicht passiert, möchte ich dir die größten OT-Sünden offerieren, dass du diese schlicht und ergreifend vermeiden kannst. Also, los geht's. Seid gegrüßt, holde Maid und werter Recke. Mein Name ist Florian Franke, alias dein Lab-Tutor, und ich heiße dich hier in meinem neuen Lager willkommen. Wenn du meinen Kanal gerade erst entdeckst, hier dreht sich alles um das schönste Hobby der Welt, nämlich Live-Rollenspiel und Mittelalter. Wenn dich das genauso packt wie mich, dann fühl dich eingeladen, meinen Kanal zu abonnieren und gib mir gerne einen Oberhau auf die Wachturmglocke, damit du keine weiteren Videos verpasst. Bevor wir direkt zu den OT-Sünden kommen, falls dir diese Begrifflichkeit OT noch nicht zu 100% geläufig ist, ich verlinke dir oben nochmal das Video mit den Definitionen und wichtigen Begrifflichkeiten im Live-Rollenspiel. Schau dir das zuerst an und dann steig hier direkt wieder ein. Für alle anderen die OT-Sünde Nummer 1. Beim Live-Rollenspiel versuchen alle Beteiligten, eine magische Welt zu kreieren und möglichst tief darin einzutauchen. Das fängt bei der Kulisse an, geht bei der Gewandung weiter, bei der IT-Sprache und natürlich nicht zuletzt bei dem liebevoll erdachten Plot der Spielleitung. Wir helfen uns alle gegenseitig, möglichst tief in diese Welt einzutauchen. Was dabei extrem kontraproduktiv ist, sind die Real-Life-Gespräche, auch gemeinhin bekannt als OT-Blase. Das passiert, wenn Spieler oft in einer etwas gelangweilten oder langgezogenen Situation sind und anfangen, als sie selbst zu reden. Ich habe es leider schon mehr als einmal erlebt, dass mitten auf dem Zeltplatz über den letzten Kinofilm gesprochen wurde. Und das hilft natürlich niemandem weiter. Die meisten Spieler und Veranstaltungen streben ein offenes 24-Stunden-IT-Sein an. Und wenn du mich fragst, sollte das auch das Ziel sein. Was meine ich damit mit offenem IT? Es ist natürlich völlig in Ordnung, wenn du dich mit deinen Kumpels, deinem Freund oder deiner Freundin ins Zelt zurückziehst und kurz außerhalb des Spiels bist. Genauso ist es völlig okay, wenn du deinem Bekannten etwas ins Ohr flüsterst oder eine Frage hast. Das Problem entsteht dann, wenn du mit deinem OT-Sein andere Spieler konfrontierst, die das nicht sein wollen. Meine absolute Empfehlung ist, versuche das so gering wie möglich zu halten und versuche dein IT-Spiel so extrem wie möglich aufrechtzuerhalten. Zumindest in der Öffentlichkeit, wenn es andere hören. Und denk bitte daran, auch das Zelt hat keine Burgmauer, sondern Zelte sind sehr, sehr hellhörig. Wenn man das Gespräch dann noch drei Zelte weiterhört, dann kann man nicht wirklich von zurückgezogen reden. Wenn es dir am Anfang nicht gelingt, tröste dich, das fällt auch sehr vielen Langzeitlapern wirklich schwer. Und je ruhiger die Situation, desto eher ist man vielleicht geneigt, wieder in sein altes Ich zu fallen. Sei da nicht zu hart zu dir, aber hab es im Hinterkopf und versuche es zu optimieren. Und als absolute Grundregel gilt, versuche niemanden mit in deine OT-Blase reinzuziehen, der es nicht möchte. Dann gibt es auch keinerlei Konflikt. OT-Sünde Nummer 2: Gegenstände stehen lassen. Wir Live-Rollenspieler haben in der Regel allerhand OT-Gegenstände mit auf einer Live-Rollenspielveranstaltung, wie zum Beispiel unser Essen, die Verpflegung, den Schlafsack, die Taschenlampe, das Feuerzeug und so weiter. Und das ist auch alles gut und richtig. Die große Kunst ist aber, diese Gegenstände so gut wie möglich zu verstecken. Niemand sollte die zu Gesicht bekommen. Und das ist genau der Punkt, woran es oft scheitert. Ich persönlich finde, dass das Ambiente im Lager einer der wesentlichen Aspekte ist, die uns hilft, in diese Welt einzutauchen. Oder aber auch nicht.
Das Lager ist bei sehr vielen Live-Rollenspielern ein Schwachpunkt. Und ich weiß, es braucht natürlich Zeit, sich eine gewisse Ausstattung anzulegen. Und das meine ich auch überhaupt nicht. Du kannst wirklich viele OT-Dinge mitführen, aber sorge dafür, dass sie eben nicht negativ auffallen und eben nicht das Ambiente stören. Pack die Gegenstände entweder um, wickel irgendwas drumherum, dass man es nicht so sehen kann. Also schau zwischendurch immer mal in dein Lager und check einmal, ob das Ambiente damit eher gestört wird oder ob du den anderen mit deinem Lagerambiente hilfst, tiefer in die Welt einzutauchen. Wenn du jetzt am Anfang stehst und natürlich diese Ausstattung noch nicht hast, ist das völlig in Ordnung. Achte einfach nur darauf, dass du es umpackst, ein bisschen versteckst und hinterlasse dein Lager immer möglichst ambientig. Dann unterstützt du auch das Spiel von allen anderen. OT-Sünde Nummer 3: Zu hart kämpfen. Labkampf ist kein Teppichklopfen und auch kein Schinkendreschen und du solltest Rücksicht auf deine Mitspieler nehmen. Schläge, egal ob gerüstet oder ungerüstete Gegner, reichen aus, wenn sie angedeutet werden. Du solltest auf keinen Fall durchziehen, denn das ist A, nicht gut für deine Waffe und natürlich auch B, nicht wirklich gut für deinen Gegner. Oft kann man zu harte Kämpfe schon am Geräusch erkennen. Respektiere deinen Gegner und vor allen Dingen respektiere auch die Ausrüstung deines Gegners. Wenn sich Waffen verkanten, solltest du nicht dran reißen, du solltest nicht zu stark und zu hart auf Schilde schlagen. Kämpf ein wenig angepasst. Labkampf hat sehr viel mit Übung und mit Kontrolle zu tun und versuche einfach ein wenig Rücksicht auf deine Gegner zu nehmen. Denn du kannst dir sicherlich vorstellen, zu hart geführte OT-Kämpfe enden natürlich oftmals in einem tatsächlichen OT-Konflikt. Und das braucht natürlich niemand. OT-Sünde Nummer 4: Sturz betrunken sein. Du bist sicherlich alt genug, um einschätzen zu können, was du alles vertragen kannst und was auch nicht. Feiern auf einer Live-Rollenspielveranstaltung kann grandios und wirklich spaßig sein und das will ich dir auch gar nicht ausreden. Der Konflikt entsteht nur dann, wenn du zu viel getrunken hast und dann noch versuchst, am regulären Spiel teilzunehmen. Besonders das Kämpfen fällt mir da ein. Wenn du merkst, dass du ein wenig zu viel getrunken hast, dann nimm dich ein wenig aus dem aktiven Spiel heraus und werde ein wenig ambientiger. Und selbst wenn du von Kämpfen überrascht wirst und merkst, du bist halt nicht kampffähig, dann gibt es eine kleine Geste, das X. Das heißt, du bist jetzt gerade für die Situation nicht da. Denn betrunken kämpfen ist tatsächlich ein No-Go und gefährdet natürlich alle, weil man einfach keine gute Kontrolle mehr hat. Wenn dir danach ist und du möchtest jetzt diesen Tag einfach mal feiern und zelebrieren, dann zieh dich einfach in dein Zelt oder noch besser in die Taverne zurück. Da sind dann oft Spieler, die genau denselben Plan verfolgen. Das habe ich selbst schon das ein oder andere Mal gemacht. Erzählt man sich. OT-Sünde Nummer 5: Aufregen über Mitspieler und Entscheidungen. Bei mir gibt es eine Grundregel und zwar verliere niemals deine OT-Fassung. Unter keinen Umständen sollte das passieren. Fang niemals an zu pöbeln und zu motzen. Egal, ob es eine extrem unfaire Entscheidung war, ein hart geführter Treffer im Kampf, egal was, bleibe gelassen. Der absolute Ambiente-Killer ist es, wenn man tatsächlich einen OT-Konflikt mitbekommt, der am besten noch lautstark geführt wird und das reißt natürlich alle in der Umgebung aus dem Spiel. Man kann auf einem Lab alles klären und über alles reden, aber nicht in der akuten, hitzigen Situation oder im Schlachtgetümmel. Meine absolute Empfehlung: Schluck den Ärger runter, entferne dich, atme 2-3 Mal durch und kläre das im Nachhinein. Und so, dass es eben auch nicht alle mitbekommen, sondern nur die betreffenden Parteien zusammen mit der SL.
Ich habe gehört, wir alle kochen schon mal über, aber denk bitte daran, es ist am Ende des Tages nur ein Spiel. Und jeder macht mal Fehler, einschließlich der Spielleitung. Von daher, sei gelassen, hab Spaß und reg dich nicht auf. OT-Sünde Nummer 7 und ein persönlicher Aufreger von mir, den Zeltplatz oder die Natur verschmutzen. Es gibt beim Lab- und bei Mittelalterveranstaltungen grundsätzlich eine Regel, was du mitbringst, nimmst du auch dann wieder mit nach Hause. So einfach ist es. Ich erlebe aber leider ab und an, dass Spieler ihren Müll tatsächlich auf dem Zeltplatz lassen oder ihren Müll nicht trennen oder Kippen auf dem Waldweg liegen lassen. Und das ist für die gesamte Szene ein Riesenproblem. Es ist nicht nur schlecht für die Natur, was offensichtlich ist, es ist auch wirklich schlecht für die Spielleitung und für die Orga, denn diese haben in der Regel ein Gelände gemietet und müssen es eben auch sauber wieder übergeben. Was du nicht aufräumst, muss dann schließlich die SL und die Orga für dich übernehmen. Und ich habe es tatsächlich schon einige Male erlebt, dass eine Orga ein Gelände kein weiteres Mal bekommen hat, weil einfach schlicht und ergreifend zu viel Müll und Dreck hinterlassen wurde. Und das kann es natürlich nicht sein. Von daher habe ich persönlich die Grundregel, ich verlasse ein Gelände immer sauberer, als ich es aufgefunden habe. Und wenn das jeder macht, haben wir kein Problem mehr. Hier an dieser Stelle möchte ich dir noch kurz mein favorisiertes Kräutersystem vorstellen. Wenn es ein Kräutersystem gibt, nimmt sich die SL in der Regel Kräuter, die sie kauft, oftmals dargestellt in irgendwelchen auffälligen Kunststoffblumen oder ähnliches, und versteckt die an Stellen im Wald. Und die Spieler können diese dann finden. Also SL versteckt, Spieler sucht. Bei meinem favorisierten System ist es so, der Spieler zieht los in den Wald, sammelt aber keine Kunststoffblumen, sondern Müll. Ich persönlich finde das System absolut überragend, denn der Kräuterkundige macht was absolut Sinnvolles mit seiner Zeit und die SL spart sich das mühselige Verteilen. Der Spieler tut was sehr Sinnvolles und die Wälder werden sauberer. Und das ist, finde ich, ein Bombensystem. Wichtig wäre nur, wenn man das System umsetzt, dass man eben nicht mit einem klassischen OT-Müllbeutel losgeht, sondern mit einem möglichst IT-tauglichen Beutel. Und dann, finde ich, ist das System absolut ungeschlagen. Und du kannst dir mal drüber nachdenken, ob du auf deiner Veranstaltung, falls du SL bist, das auch umsetzen könntest. Ich bin ein großer Fan. So, das waren meine OT-No-Gos. Wenn etwas Neues und Wertvolles für dich dabei war, würde ich mich riesig freuen, wenn du dem Video einen Daumen gibst. Und ich verlinke dir selbstverständlich nochmal die IT-No-Gos, damit du, falls du das Video noch nicht gesehen hast, gleich direkt weiterschauen kannst. Dein Florian, dein Lab-Tutor, wir sehen uns auf dem Schlachtfeld oder im nächsten Video.